So, hier habe ich. Ja, da ist alles noch unverändert. Wenn man dem jetzt was klauen will, wie macht man das denn? Immerhin ist da hinten jetzt das Licht aus. Probieren wir mal das hier. Ja, musst du wohl. Wo ist der Typ jetzt? Der steht da noch, okay. Mir tut der Rücken weh. Und, Clown? War da gerade jemand? Bist du dir sicher? So, schnell weg hier. Alles völlig ruhig. Ja, Schade. Genau. Ich könnte etwas Abwechslung gebrauchen. Naja, das glaube ich dir. Okay, das hätten wir geschafft. Gleich mal speichern. So, jetzt beruhig dich erstmal wieder da. Oh, dann huschen wir schnell nach da vorne. Gut, das hätten wir geschafft. Ich will auch gleich hier nochmal speichern. So, jetzt müssen wir sehen, dass sich der unten da umdreht und dann auf P. Mit dem Ringfinger muss ich da, nicht mit dem kleinen Finger. So. Ah, der kommt schon wieder. Schnell hier in die Ecke. Angeblich kriegen Wachmänner 2 warme Mahlzeiten am Tag. Haben die ein Glück. Okay, der dreht sich um. So, jetzt aber. Gestank hier ist widerlich. Oh! Gut. Ja, schmeiß ihn hinter. Okay, so. Jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal hier unten. Die beiden anderen haben wir umgangen da oben. Da hat er was geblitzt. Hier, das da. Und wie kann man das Licht hier ausmachen? Nö, da lasse ich mal auf. Oh, da ist ja noch ein Gemälde. Ah, nee, da muss ich... Ah, okay. Dann will ich aber... Moment, hier. Ha, so gefällt mir das doch schon wesentlich besser. Ja, ansonsten haben wir ja alles mitgenommen. Ich weiß nicht, ob wir den... Ob wir das auch hätten machen können, während der da ist. Weiß ich nicht. Also, egal, jetzt ist er schon K.O. Dann wollen wir das mal so ausprobieren. Da war was. Ja, ich drück doch auf I. Ah, ich muss ganz hin. Nö, da nicht. Da auch nicht. Da. Ach ja. Wir haben keinen Hinweis oder keinen direkten. Also, ich habe ja gerechnet. 812 war das. Na, dann probieren wir das doch mal. So. Nein. Noch weiter, noch weiter, noch weiter. So, darüber. Und so. Es hat geklappt. Okay. Hey, da war ich aber gut. Naja, so ist... Weiß nicht, irgendwie fand ich es gerade nicht so richtig schwierig. Okay, wir sind im Keller. Na? Was haben wir denn da? Ah, da ist was. Ja, da ist noch mehr. Mhm, da finden wir was. Und da auch noch. Sehr schön. Und da ein feuriger Uhu. Ein Uhu mit feurigem Blick. Da kann man noch was mitnehmen. Sehr schön. Da unten auch. Und da auch. Ja, das gefällt mir schon wieder. Oh, da. Ich kenne nicht eine Katze, die durch Neugier starb. Aber dieses Ding sollte in einem Geheimtresor bleiben. Da ist ja der Oktopus. Okay. Gut, machen wir dazu. Und gucken noch nach, was es da sonst noch so gibt. Einen riesigen Bären. Und allerlei Gerümpel. Also, die Entwickler haben sich da auch richtig viel Mühe gemacht.
Kann man das mitnehmen? Nö. Also, ich muss aber sagen, auch wenn das ein bisschen schwierig ist, diese Kundenaufträge da, die gefallen mir. Und kann man das irgendwie bewegen da? Das sieht so... Sieht so aus, als könnte man das verschieben. Nö, aber da ist nichts zu machen. Ja, wir sollen jetzt wieder entkommen. Okay, jetzt haben wir uns hier drin genügend umgesehen und alles mitgenommen. Moment. Das war ein Lichtschalter. Okay. Da liegt der Wächter, okay. Ach, jetzt müssen wir wieder nach da oben. Oh je. Ah, was? Aubrey, Hilfe! Ich speichere mal. Ich verstehe nicht, wie die Leute auf der Insel leben. Ich will keinen Ärger. Hey, was denn? Was ist denn los? Was ist los? Der Wächter ist weg. Der Typ steht da vorne jetzt. Ich komme da sicherlich nicht hoch. Hier ist niemand. Ja. Ich muss da wieder durch die Tür. Na ja, dann versuchen wir es doch mal. Also der Pfeil zeigt ja auch dahin. Okay, der geht da weg. Aber da ist auch einer. Ich habe ihn gerade gesehen. Ja, da hat sich Windows gerade wieder gemeldet. Diese verdammte Stadt. Ja, der steht noch da. Okay, der ging da gerade raus. Hoffentlich kommt er nicht gleich wieder. Spähen wir mal. Das bringt mir nur nichts. Okay, das hätten wir geschafft. Das war der Vordereingang. Ja, dann sollten wir doch eigentlich jetzt gleich draußen sein. Ist nur wieder da hoch. Und ich meine auch, dass wir so gut wie alles mitgenommen haben. Also zumindest wüsste ich jetzt nicht, was wir übersehen hätten. Ne, Moment, ich muss doch hier, da dann, genau. Ach, Moment, gucken wir uns doch mal an, was wir da als Sammlerstück jetzt noch haben. Hier, Kundenbeute. Edelstein, nee, das hier, der Oktopus. Der Oktopus, eine Attraktion auf Vitoris Jahrmarkt. Ein fragwürdiges Exemplar der äußerst seltenen, für ausgestorben gehaltenen achtbeinigen Katze. Ja. Mhm. Na gut, lassen wir es. Muss ich nicht näher sehen. Gut, ich will da rein. Auftrag erledigt, jawohl. Bleibe unterher gescheitert. Keine Kills oder K.O.-Schläge gescheitert, ja, war auch klar. K.O.-Schläge von oben einer. Null von einer. Da, also da gab es wohl eine Stelle, wo man das gut hätte machen können. 173%. Gefundene Sammlerstücke. Ach, das ärgert mich wieder. Und das hat nur eine halbe Stunde gedauert? Das glaube ich ja nicht. Gefundene Beute 20 von 27. Da ist aber auch Beute versteckt. Wo soll das denn alles sein? Taschendiebstelle 2, ja. Geknackte Schlösser 1. Das war die Tür vorne. K.O. geschlagene Patronen 3. Verdacht, ach mal, ja. Einmal entdeckt. Getötet niemanden. Ja, genau. So soll es sein. Okay, gut. Ich bin nicht zufrieden mit dem Schnitt, aber andererseits, naja. Das ist eben dann so, wenn man das 2- und 3-mal spielt, dann hat man dafür auch noch eine Herausforderung. Ich werde es aber nur einmal spielen. Das reicht dann. Da will ich lieber was Neues, ein anderes Spiel spielen. Obwohl mir das Spiel ja sehr gut gefällt. Also ich habe ja die ersten Teile von Thief nicht gespielt. Die kenne ich auch nicht. Das ist der vierte jetzt. Was ich so gelesen habe, sollen die ersten besser gewesen sein. Und der vierte jetzt hier nicht so gut. Aber ich kenne nur eben diesen. Und deshalb, naja, ist es mir egal. So, jetzt müssen wir zurück nach... Bring den Oktopus zurück. Genau, das will ich jetzt verfolgen. So, wo müssen wir hin? Ach, ja. Irgendwie wieder ganz zurück. Aber gut, das müssen wir machen. Eben mal einen Blick auf die Karte. Ja.
ja, ganz nach da unten. Wie kam er denn her? Da irgendwie herum, glaube ich. Und da ging es durch ein Fenster durch. Also jetzt erstmal nach links wenden. Ach, das stimmt, da war ja was mit dem Seil hier, richtig. Da wenn die zwei Typen da ankommen. Wir probieren es einfach mal. Jawohl, gut gemacht. Aber hier war das nicht. Moment. Da ist doch ein Balken. Garrett, was machst du denn da? Aber die zwei machen nichts. Ich werde krank. Das spüre ich. So, auch gut. Jetzt sind wir nämlich wieder hier. Da sind gleich zwei. Okay, ich glaube, wir müssen da lang. Gucken wir mal. Ja, und dann da gleich rechts wieder. Die Ecke hier kommt mir so bekannt vor. Ich glaube, das war doch da, wo ich heute die Aufnahme begonnen habe. Ja, ich meine schon, dass es das ist. Ach, aber ich dachte, da wäre es irgendwie kürzer gewesen. Nochmal eben zurück. Ich friere. Ah nee, da muss ich ja früher anfangen. Genau, das war ja diese Ecke wieder. Jetzt könnte ich da rein. Mal sehen, ob es was bringt. Ah, da kann man... Okay. Kann man das Licht hier irgendwie ausmachen? Ich weiß nicht. Also, versuchen wir es da mal. Ich glaube, das geht. Ja, das sieht so aus. Ah, das gefällt mir. Sehr schön. Okay. Hindurch. Wo sind wir denn jetzt? Da, okay. Also wir müssen uns ein bisschen nach rechts wenden. Ups. Da kommt schon wieder einer. Komm, Garrett, geh hoch da. Und dann da geradeaus. Genau, da zeigt auch der Pfeil hin. So, erstmal speichern. Okay, darüber springen, sehr gut. Okay, der ist da weg. Ach, jetzt kommt da einer. Aber der geht nicht weiter, sehr gut. Oder zumindest jetzt noch nicht. Vielleicht kommt er noch näher. Ah, geht weg. Schnellentdeckung noch. Okay, der geht weg. Nee, da ist nix. Aber ich kann ja mal dahin gehen. Ich muss da lang. Ach, das ist ja die Mühle von Aaron. Jetzt genau. Haha. Ich kenne mich wieder aus. Okay, aber da oben. Ja doch, gehen wir mal hoch. Vielleicht tut sich da ja was. Nö, sieht nicht so aus. Moment mal, da hat was geblitzt. Tatsächlich da oben. Ja, wie soll man da hinkommen? Nö. Ja, gut, ich muss auf jeden Fall wieder da runter. Ups, schnell wieder hoch. Den habe ich völlig übersehen. Ja, geh wieder weg. Okay. Kann ich jetzt da? Nein. Dann eben da lang. Da unten. Ach, das ist diese Ecke wieder. Moment, dann kann ich ja doch hier irgendwie mich verstecken. So. Der muss nur weggehen mit seiner Fackel da. Ja, sehr gut. So, eben ein Blick auf die Karte. Gleich nach rechts um die Ecke, genau. So.
So, bestimmt kommt da gleich jemand. Nö, Glück gehabt. Da vorne blitzt, ist ja nochmal blau. Da ist das Boot. Ja, da... Moment, habe ich da auch was? Ja, da habe ich was gesehen, aber das ist was anderes. Jetzt können wir gleich beim Händler wieder ein bisschen einkaufen. Denn wir haben ja ein paar Pfeile verbraucht. Ein bisschen Geld haben wir, ja. Moment, ich muss zu Vittori. Aber ja, erstmal hier. Ich habe etwas für all eure ruchlosen Bedürfnisse. Ja, das ist schön. Ich habe auch... Oh, wir, ja doch, wir haben einiges an Geld. Dann kaufen wir nochmal gleich ordentlich ein. So, kaufen. Feuerpfeil. Explosionspfeil, Wasserpfeil. Ich will... Oh, die sind nicht teuer. Ach komm her, wir haben so viele Wasserpfeile. Egal, ich will das Inventar wieder voll haben. Wir brauchen Explosionspfeil, stumpfer Pfeil haben wir auch. Ja, da haben wir noch genug. Oh, Nahrung. Nahrung, genau. Leuchtbombe? Nö. Da oben, Feuerpfeil. Okay, das ist gut so. Und dann, ja, was brauchen wir denn noch? Ich glaube, hiervon können wir uns sowieso nichts. Ja, doch, ein ärztliches Rezept. Erhöht maximal Gesundheit und Fokus. Wieso steht da 9800? Ach, das, da, ah, okay, das da. Nein, hier, so. Verringert den Preis von Mohn um 25%. Ja, wann kaufen wir schon Mohn? Ja, ich muss das öfter benutzen, ich weiß. Ja, gut. Also jetzt erstmal wieder kommt zurück hier. Bald wieder. Ja, das werden wir tun. So, da gehen wir zu Vittori. Aber bevor wir ihn ansprechen, muss ich mal eine kurze Pause machen. Einen Augenblick eben. Okay, da bin ich wieder zurück. Alles gut gelaufen. Was ist ein Jahrmarkt ohne Attraktionen? Ja, genau. Also ich sag doch, alles gut gelaufen. Bereit zu helfen? Eine gute Nachricht. Wer auf euer Handwerk reinfällt, verdient es, dafür zu bezahlen. Alles eine Frage der Beleuchtung. Kein großer Schaden. Etwas Leim, eine frische Naht und schon ist sie so gut wie neu. Ich bezweifle, dass sie je gut war. Oder neu. Ah, da seid ihr ja. Bedauerlicherweise habe ich noch keine Informationen, die uns weiterhelfen könnten. Kommt doch später wieder. Ja, das werden wir dann auf jeden Fall machen. Jetzt will ich eben mal in der Übersicht gucken. Erreiche das Boot. Nee, das will ich jetzt nicht. Ziele. Erreiche das Boot. Nee, zurück. Spielfortschritt. Nö, auch nicht. Das nicht. Dokumente, Karte ansehen. Ja, nee, wir müssen erstmal wieder raus. Schon erschließen. Okay. Also raus hier. Ja, ich will raus. Und dann gibt es ja noch, also zu den Vittori können wir jetzt nicht hin. Ah, Moment mal, wir könnten ja Basso mal fragen, ob er noch einen Auftrag für uns hat. Ja, genau. Das machen wir jetzt mal. Also gleich wieder rein hier. Und ansonsten gibt es ja noch den Ektor. Vor dessen Wohnung standen wir schon mal und ich dachte, da würde es weitergehen. Ich weiß nicht, wann das war. Das ist schon jetzt eine Weile her. Wo da lang. Aber da mussten wir dann doch nicht hin und ich wusste nicht, wer das ist. Und deswegen haben wir das einfach mal gelassen. Wenn du mehr Geld brauchst, hätte ich ein paar Aufträge für dich. Die besten Verträge der Stadt. Sehr gut. Dann, kann man das auswählen? Ich habe etwas für euch. Voll cool. 14 Aufträge verfügbar. Was? Wir sind ein gutes Gespann, Garrett. Du stiehlst, ich steuere den Charme bei. Ja, genau, so sehe ich das auch. Ja, liebe Leute, da haben wir ja noch eine ganze Menge zu tun. Ich freue mich schon drauf. Nehmen wir doch mal hier die innere Schönheit. Lass dir Zeit, Garrett. Ich gehe heute Abend nirgendwo hin. Der übelsten Sorte. Stiehl den Handspiegel. Es heißt, am Weg des Barons gibt's eine rekordverdächtig schmucke Kleine mit jeder Menge Verehrer. Einer von denen hat ihr einen wertvollen Handspiegel gekauft, der ein perfektes Geschenk für meine Komfort wäre. Geh und befreie die hübsche Dame von der Tyrannei der Schönheit. Du tust ihr einen Gefallen. Nur noch? Dann machen wir das doch mal. Annehmen und verfolgen, ja? Das wird sich lohnen.
Ach, wir könnten ja gleich... wir könnten ja gleich ein paar Aufträge mehr annehmen. Medizinmisere. Versuchen wir es doch damit mal. Ich halte immer zu dir, Garrett. Das weißt du doch, Medizinfläschchen. Oder? Auf der Straße gibt's ein... Was ist auf der Straße? Okay. Ach so, gibt's ein neues Wunderelixier gegen die Schwermut. Und diesmal soll es eine echte Arznei sein. Dr. Troy hat angeblich ein Heilmittel gebraut, aber er hält es in seinem Laden unter Verschluss. Besorge eine Probe, dann werden wir reich. Unter dem noblen Banner des Kampfes gegen das Leiden. Gut, annehmen und verfolgen. Das schwierig, was? Ja. Genau. Ach so. Ja, okay.